So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich habe Hunger. Das heißt, ich habe mal in meinen Gefrierschrank geguckt, solange ich ihn noch habe, und geschaut, was habe ich da jetzt noch drin. Dann habe ich was entdeckt. Das habe ich schon seit Ewigkeiten gekauft, noch nie gegessen, noch nie probiert. Plus was anderes im Vergleich, was wohl nicht so krass ist, aber trotzdem man jetzt als Test machen kann. Versus. Das sind nämlich einmal von der Firma Pickers Nacho Cheese Triangles, cremige Cheddar-Ecken im Nacho Chips Knuspermandel von McCain. Pickers by McCain. Das klingt schon mal gut. Die treten an gegen die Rewe Chicken Cheese Nuggets mit würzigen Emmentaler. Das sieht eigentlich auch gut aus, aber irgendwie doch billig. So, was steht jetzt hier drauf, was das genau ist? Nochmal. Hähnchenkäse-Nuggets aus fein zerkleinerten, flüssig gewürzten Hähnchenfleisch und Emmentaler zusammengefügt, paniert, frittiert, zum erneuten Braten, Backen oder Frittieren. Also Chicken Cheese, Hähnchen und Käse ohne Würze gegen diese Nacho Cheese Triangles, da steht drauf: knusprige Dreieckshäppchen, gefüllt mit Käse und roter und grüner Paprika, umhüllt von einer Panade mit Tortilla-Chips-Stückchen, vorfrittiert und tiefgefroren. Das mache ich jetzt mal auf. Hier kann man nämlich einfach dran ziehen. Oha, dann haben wir hier eine Eisschicht drin. Guck mal, Adi Schatz, Eis an die Nase, Eis. Adi, die Eisnase, ich richte seine Nase. Adi, guck mal. Nein! Ach du meine Güte, jetzt ist alles runtergefallen. Gut, das Eis ist weg. Der Adi ist noch da. So sehen die aus, mit schöner Panade drumrum. Das werden wir jetzt wahrscheinlich im Backofen machen und werden wir die anderen hier aufmachen. Hier fühlt man sich sicherer. Hier hast du einen robusten Karton, den du auftrennen musst. Darin hast du dann einen Beutel, den du auch wieder aufreißen musst. Und da drin sind dann deine Cheese Nuggets, die auch interessant aussehen. Also die sind auf jeden Fall sicherer verpackt, dass da nichts rankommt. Hier, der Karton hat sich fast von alleine geöffnet und die liegen einfach so drin und haben totalen Gefrierbrand. Aber egal, das werden wir jetzt beides mal in den Backofen wahrscheinlich hauen. Mal gucken, welches besser schmeckt und wie wir es uns noch würzen können. So, jetzt ist aufgeteilt, dass also die Pickers gegen die Cheese Nuggets. Ihr seht, die sind ein bisschen heller, die sind ein bisschen dunkler, kräftiger, dreieckig, die rundunförmig. Das sind mehr, das sind weniger, das ist auch Rewe, aber halt nicht von der Rewe Hausmarke. Packen sie jetzt mal hier rein. Ich habe mir gar nicht die Gebrauchsanweisung, die Zubereitung durchgelesen. Ich lasse es einfach drin, bis es irgendwann fertig ist. Adi Schatz, suchst du immer noch das Eis? Melden uns gleich zurück, wenn es überlebt hat. Guck mal, der weiße Punkt. So, jetzt habe ich noch ein paar Raids gemacht. Habe den Ofen halb vergessen. Es müsste aber jetzt fertig sein. Deswegen nehmen wir es jetzt einfach mal raus. Stellen es hier oben hin. Seht ihr das? Da schlabbert noch ein bisschen Käsezeug rum. Da fettet noch ein bisschen was. Also es ist auf jeden Fall zu heiß. Das heißt, ich muss jetzt wieder warten, bis es abgekühlt ist. Adi Schatz, das ist aber mein Platz. Ich glaube, der Adi möchte heute das Tasting machen. So, ich habe das mal ein bisschen hier aufgeteilt, jetzt die zwei Seiten. Ich möchte aber fürs Thumbnail irgendwie das nochmal hochhalten, so dass ich auch die zwei Kartons drauf habe und wir das dann so zeigen können. So, das muss reichen fürs Thumbnail. Jetzt möchte ich die ganzen mal probieren, so und dann mit Soßen. Ich fange jetzt mal mit diesen Pickers Cheese Triangles an. Die wirken jetzt sehr hart, sehen sehr trocken aus. Guck mal, wie die innen drin sind. Sehen innen drin genauso aus wie außen. Ja, und schmecken gefühlt irgendwie nach gar nichts. Einfach nur noch Panade. Einfach nur mehlig, panadig. Käse merke ich irgendwie gar nicht. Ich dachte, das ist das mit Paprika. Rote, grüne Paprika. Ich dachte, das ist jetzt scharf oder würzig.
und schön mit so einer Käsenote, aber das ist halt einfach trocken. Es ist trocken, trocken, trocken. Noch trockener geht's gefühlt nicht. Und so dick Kruste und Panade, also ja, nee. Würde ich nie nochmal kaufen. Hier, da lieber so Nuggets, so ganz normale. Jetzt fällt's auch auseinander. Ja, wir essen es mal kurz, probieren mal das zweite dann. Und so, nachdem das jetzt wirklich nur aus Panade und eigentlich Käse bestanden hat, haben wir bei den anderen, bei diesen Chicken Cheese Nuggets, wenigstens noch einen Fleischanteil mit Hähnchenfleisch und Käse. Wir beißen auch mal rein. Also auf der Verpackung sieht man, wie komplett Käse neben dem Fleisch, was so rauskommt, wenn ich es abbeiße, sehe ich eigentlich nur Hähnchenfleisch. Da fehlen die Tropfen von Käse, die einem entgegengequollen kommen. Hat aber einen viel dünneren Rand, ist viel weniger knusprig, ist trotzdem noch knusprig, aber nicht staubtrocken und knusprig, sondern hat schön diese zarte Hähnchennote inne drin. Gefällt mir im ersten Moment erstmal besser, diese billigen Chicken Cheese Nuggets von Rewe, besser als die McCain Pickers, die einfach wirklich nur trocken waren. Trotzdem schmecken die nicht so gut wie die ganz billigen Nuggets, die man so für eins noch was kriegt, die nicht tiefgekühlt sind. Die werde das jetzt auch ganz noch essen. Dann packen wir mal die Soßen dazu aus. So, als erstes haben wir jetzt hier eine Sriracha Soße. Eine Green Chili mit Hanf. Die wollen wir mal probieren. Nicht, weil ich die so toll finde, weil die einfach verbraucht werden muss. Das heißt, wir nehmen uns nochmal so ein trockenes Gedöns, machen hier mal diese Soße drauf. So, da kann man richtig schön auftragen, damit das halt wirklich nicht so trocken ist, denn die Soße ist jetzt nicht so scharf. Also mit der Soße deutlich besser. Da fehlt eh Soße. Also wenn die schon sowas machen, hätten sie noch so ein kleines Dip. Fässchen mit reinlegen können, hätte ich gefühlt. So fühle ich es nicht. Ich merke nur, dass es immer mehr wird im Mund. Die Panade ist einfach zu viel. Lässt sich dadurch sehr schlecht essen, wirst aber schnell satt. Zwei Dinger an dir ist schon schlecht. Die Soße passt richtig gut dazu. Die möchte ich jetzt aber auch natürlich bei den Chicken Cheese Nuggets ausprobieren. Vielleicht passt sie da ja sogar noch besser. Wieder ein kleines Häuflein. Kann man auch essen, die Green Chili Soße dazu, aber ich glaube, zu dem ersten hat das besser gepasst, dass die halt fürs Hähnchen nicht so gut geeignet ist, aber zu dem Käse dazu, zu dem ersten, war das irgendwie besser. Probieren wir mal Tabasco. Tabasco und dann haben wir natürlich noch die Mad Dog Soße, aber erstmal schauen, wie wir es mit dem Tabasco machen. Wieder so ein trockenes Teil, wo alles runterläuft. So, mit Tabasco drauf. Ein paar Tröpfchen. Und geschmacklich ist das Tabasco in Ordnung. Aber es ist halt so wenig, weil es nur so kleine Tröpfchen sind, dass das Ding dann schon wieder viel zu trocken ist. Die erste besser dazu passt. Aber jetzt mal hier auf das Hähnchen. Tabasco. Hähnchen. So. Viel weicher, da braucht man auch nicht so lange zum Kauen, weil da hat sich eine Blase im Hals gebildet. Tabasco für die Hähnchen-Nuggets auf jeden Fall besser. Die Hemp-Sriracha-Soße für diese komischen Pickers, Cheese-Triangles besser. Und jetzt natürlich noch die Mad Dog aus 6 Millionen Scoville, Pepper-Extrakt. Die Silver Edition mit der silbernen Kugel, jetzt wieder vorsichtig machen und trotzdem schauen, dass wir da ein Tropfen Mad Dog Soße drauf kriegen. So, hier ist ein Tropfen, der reicht für eine ganze Kantine. Ich bin die Kantine. So, oh, schon wieder Blase im Hals.
Die Mendung überzeugt wieder mal durch ihren Mendo-Geschmack. Aber ist halt zu wenig für so ein trockenes Teil. Da brauchst du schon eher was Feuchtes. Deswegen reden wir gar nicht lang. Nehmen wir jetzt hier das Käse-Nugget. Wir schauen, wie es mit dem Käse-Nugget aussieht. Hui. Oh mein Gott. Da kamen sie jetzt richtig raus. Zum Glück konnte ich schnell abbrechen. Ist ein viel größerer Flatschen als bei dem anderen. Prost. Ah, das Auge tränt schon wieder. Es geht schon wieder los. Passt zu dem Hähnchen natürlich viel besser als zu diesem Triangle. Trotzdem würde ich beide nicht nochmal kaufen. Bleibe meinen anderen Nuggets treu. Wenn ihr die kennt, schreibt's mal rein. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.